Weiter geht's mit dem besten Remake, seit es Remakes gibt. Ist es ein Remake? Es ist halt so ein... Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein Remake, aber ich glaube, es wird als Remaster verkauft. Ey, ich hab gehört, ich dachte, man kann die rösten. Ich wurde angelogen. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube, die Crash-Geschichten werden tatsächlich als Remake verkauft, ne? Das sind keine Remaster eigentlich. Nee, gar nicht. Die werden jetzt Remaster verkauft, obwohl es eigentlich Remakes sind. Ich bin so verwirrt. Es ist ein Remake-Master. Wir gehen jetzt in die Eishöhlen. Ihr kennt mich alle mal. Gehe ich jetzt ein bisschen abkühlen. Es ist reignited. Oh mein Gott. Ihr habt recht. Gott. Wie konnte ich das nur vergessen? Aber ja, die Massen sind sich noch nicht einig, was es jetzt eigentlich ist. Ich habe leider keine Packung vorliegen, sonst würde ich da einfach drauf gucken. Ja. Schauen wir mal, was erwartet uns in diesem Level? Auf jeden Fall sehr viel Eis, das finde ich schon mal in Ordnung. Ups. Ups. Geht doch. So, sieht halt... dieses Spiel sieht einfach so hübsch aus, Alter. Aber es ist halt einfach genauso wie das Crash Remake Master, welches ebenfalls einfach richtig schön aussah. Das ist krass. Ich habe mir mal ein paar Kritiken zu der ganzen Geschichte durchgelesen und die sind so knapp in line mit dem, was ich so zu dem Spiel sagen würde, was so Kritik angeht. Halt, dass der Motion Blur einfach richtig fucking crazy ist. Und einfach viel zu krass. Das war bei Crash Bandicoot noch in Ordnung, weil Crash Bandicoot halt nicht so eine drehende Kamera die ganze Zeit hatte. Weil ja auch Crash Bandicoot bereits richtig ultra krassen Motion Blur hatte. Aber ey, bei dem Spiel ist das halt einfach zu hart. Das ist zu krass. Und dann habe ich so gelesen, dass das erste Spiel immer so ein bisschen halt mehr so auf Erkundung ausgelegt ist, anstatt wirklich auf richtig krasses Jump-Run-Krams. Und auch das habe ich mir schon gedacht. Und habe aber auch gelesen, dass halt Teil 2 und 3 wesentlich besser sein sollen. Deswegen bin ich jetzt nicht zu harsch zum ersten Teil. Sondern bin einfach so, ja, okay, es ist halt ein Chill-Abenteuer, damit kann ich leben. Daher, Zeit für mehr Drachen. Sei schön vorsichtig, Kleiner. Warte, bis du so groß bist, wie ich, bevor du die großen Gegner angreifst. Sagte er, aber er war derjenige, der in einen Kristalldrachen verwandelt wurde. Lebt. Burned. Burn. Burn. Er wurde geowned von mir. Verdammt. So. Nice. Ich lese auch gerade, es läuft halt nur in 30 Frames und das ist schade und da stimme ich zu. Stört mich jetzt aber insgesamt eigentlich eher weniger. Also ich bin ja jetzt eh nicht so mega anfällig für 30, 60 FPS-Kram. Daher ist es mir relativ egal, dass das jetzt nicht 60 Frames ist. Ich gehe mal davon aus, dass wenn der unausweichbare PC-Port kommt, wird das da halt in 60 Frames laufen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es da keine Performance-Option für Xbox One und PS4 Pro gibt, sodass es halt auf 30 Frames auf den alten Konsolen läuft, aber halt nicht auf den neuen. Also, dass es halt in 30 FPS auf PS4 und Xbox One läuft, ist okay. Aber dass man da halt nicht die extra Grafikpower verwendet hat, um halt auf den neuen Konsolen irgendwie das in 60 Frames laufen zu lassen, ist ein bisschen schade, aber es ist, wie gesagt, insgesamt macht es bei mir jetzt eigentlich keinen Punktabzug. Daher, was soll's. Psst, Spyro! Da vorn sind ein paar große Norks, die Rüstungen tragen. In der Eishöhle kann es dadurch ziemlich rutschig werden.
Das ist so meine Reaktion auf alles, was in meinem Leben passiert. Einfach immer nur so. Und dann... Cool. Muss man halt nehmen, was kommt. Ich habe gehört, hier kann es sehr rutschig werden. Ja gut, hält sich irgendwie bisher noch in Grenzen. Oh, warte. Ja, das ist natürlich gut gelaufen. Oh, du... Krasser Dude. Ich denke die ganze Zeit, die Fledermäuse wollen mich angreifen, aber das tun sie eigentlich gar nicht. Die chillen ja nur so ein bisschen rum und sind einfach ihres Lebens glücklich. Was ja auch total in Ordnung ist. Aber ich werde sie trotzdem einfach rösten, weil sie mir fucking Angst machen. Sie könnten ein Vampir sein. Stellt euch mal vor. Besser Vorsicht als Nachsicht hier. Lieber nicht alles töten, sondern getötet werden. Oder so. Oh Gott, komm. Ah, warte. Oh, das habe ich ganz vergessen. Oh Gott. So, okay. Okay, okay. Das ist recht linear, jetzt habe ich das Gefühl. Also ich meine, ich sehe die Karte, die halt ein langer Final Fantasy 13 Gang nach vorne ist, aber trotzdem... Danke, dass du mich befreit hast. Kein Ding, Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Warum sagt mir keiner, dass das existiert? Es gibt eine Dodge Roll? Und ich fuck mich so mega mit den scheiß Hunden ab im letzten Level, weil die mir super auf den Sack ging. Und alles, was ich hätte machen müssen, ist das hier. Und dann hätte ich den ausweichen können. Oh mein Gott. Okay, okay. Ja gut. Oh, du Bitch. So. Eigentlich auch... Nee, kann ich nicht. Okay. Ich kann nicht dodge-rollen, wenn ich... Wenn ich gerade im Sprinten bin. Das habe ich jetzt gelernt. Jo. Ich glaube, meine Libelle ist tot. Das heißt, es wäre geil, wenn mal ein paar Fledermäuse auftauchen könnten, die mir die ganze Zeit am Arsch klebten. Jetzt sind einfach keine mehr da. Kommt schon, tut mir den Gefallen und nervt mich richtig hart. Ich muss anscheinend doch irgendwie nach hier oben und hier irgendwas machen, oder? Nee? Oh Gott, ah hier. So, zeige ich zumindest Sparks wieder. Er hieß Sparks, oder? Ich glaube, hieß er Sparks? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich muss irgendwie nach da oben. Beziehungsweise eigentlich eher nach da rüber. No! Okay, weiter geht's. Versuch Nummer 2,5. Kann ich hier von Dach zu Dach hüpfen? Nope. Kann ich vielleicht einfach hier rüber fliegen? Natürlich nicht, das wäre auch zu einfach. Ah ja. Wie kommt man da hoch? Weil anscheinend muss ich ja nach da oben und dann irgendwie darüber hüpfen. Oder muss ich von dort aus hier rüber fliegen? Das könnte natürlich auch sein. Und ich glaube, das ist genau das, was ich machen muss. Das heißt, wir düsen kurz mal zurück. Wir haben jetzt hier alles erledigt. Das heißt, wir können tatsächlich uns die Zeit nehmen, um einmal hier Jumpy-Jump-mäßig zurückzulaufen. Jo. I don't care. So, so. Warte. Hier ist richtig. Ich muss da nur rüber. Das heißt, ich muss hier hoch. So, so. Hier. Okay. Dann hier. Und dann da. Und dann
Aha, guck mal. Ich hab euch gesagt, dass das so klappt. Und ene mene mu fliegen vorbei. Der Absturz war härter als meine YouTube-Karriere. Warte mal. Ach, wir starten sogar hier. Ja, ist ja alles cool. Alle machen sie Ärger. Dabei ist das alles gechillt. Alles gechillt. Ich darf noch kein Game Over kriegen. Das wäre... Ah, Gott, du. Drache. So. Versuch Nummer 2. Ah, ja, okay, das hat funktioniert. So, okay. Holy shit. Haltet eure Höschen fest. Ich weiß, das war ein ziemlich krasses Manöver. Nicht jeder hätte das instant so hinbekommen. First try ohne Tod, so wie ich. Das passiert halt, wenn man echt gut in Videospielen ist. Und... Ah! Auch das war geplant für den komödiantischen Effekt. Für den lustigen Effekt. Es war mega lustig. Falls ihr nicht gelacht habt, habt ihr keinen Humor. Offiziell. Jetzt können wir die Dings aufmachen. Yay! Yay! Okay. Huff. Okay, wir schaffen das. First try. Ein Flug. Eine Landung. Boom. Krasse Geschichte. Hier ist gerade, ich schaue jetzt seit fast einem Jahr und finde deinen Content mega nice. Vielen Dank. Ich beobachte auch dich seit einem Jahr heimlich durch dein Fenster und finde auch dich mega nice. Damit hat keiner gerechnet. Warte mal. Oh, du Bitch. So. Danke für die Rettung, Spyro. Also, wo war ich? Er ist einfach ich. Er ist halt so ich. So. Aha. Keiner hat damit gerechnet und trotzdem habe ich es geschafft. Mal wieder. Ah, nee, warte. Das war... Was hier, ne? Aha. Ja. Wow. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass sie davonfahren. Also, dass der Typ davonfährt. Aber das hat er irgendwie nicht getan. Daher, tja... Bye-bye. Selber ist voll riesig. Fällt mir gerade mal so auf, spontan, jetzt wo ich hier so ein bisschen rumlaufe und mal so checke, was so geht. Er ist halt schon groß, ne? Also kann man schon machen. Oh, möchte gerne hinzu, bitte. Mücke-san möchte mir leider nicht helfen, was ich sehr, sehr schade empfinde. Ach, Mücke-san ist zu schlapp. Ja, es ist, also, ja, okay. Das ist jetzt natürlich doof gelaufen. So. Da reinfallen ist doof. Ich kann da nicht hoch, ne? Oder komme ich da hoch? Nee. Verdammt! Wo sind denn die Fledermäuse, wenn man mal welche braucht? Da oben. Hier, Fledermaus spotted. Bam. Das hat nicht funktioniert. Doch, hat es. Haha. Okay, jetzt ist der blau, er muss noch gelb werden. Wo ist die andere Fledermaus hin? So, Freund. Jetzt bist du wieder voll bei Kräften. Jetzt musst du mir die Gems holen. Ich hab gelernt, das sind Gems. Was er nicht tut. Warum holst du mir die fucking Dinger nicht, Bruder?
Oh, du Bitch. Ach, weil ich sie runterwerfen muss. Okay. Das war zu erwarten. The End. Ah, ist doch nicht wahr. Da geht es nicht weiter. Ah, hier wieder eine neue Fledermäus-Ja-Rure. Jo. Gut gemacht, Spyro. Einige Drachen dachten ja, du wärst noch nicht bereit, aber ich wusste es besser. Ich bin sowas von bereit. Wofür genau? Oha. Jetzt fangen wir aber an hier mit Mysterien. Wofür könnte er bereit sein? Postet mal in die Kommentare. War ich hier oben schon? Ja, hier oben war ich schon. Also hier oben musste ich hin, sagen wir es so. Okay. Aber wo ist denn der Skifahrer? War er nicht so ein Skifahr-Dude? Holy shit! Holy shit, Bruder! Holy shit! Butaro, du kannst doch nicht einfach 110 Euro raushauen. Was ist los? Vielen, vielen Dank. Voll cool. Oh mein Gott. Jetzt muss ich dafür gut spielen, damit es auch. Es muss es auch so eine ordentliche Show dafür geben, einfach. Normalerweise müsste ich jetzt einfach mein Dings noch ausziehen und dann einfach Oberkörper frei streamen. Aber. Auf Twitch ist das leider verboten. Daher muss ich diese Bitte leider ablehnen. Nach Hause wollen wir noch nicht. Was fehlt uns denn noch? Ah, wir haben fast alles. Ja, ist ja gut. Sich entjungfern lassen. Oh bitte, als ob dieses Gesicht, dieses verbrauchte alte Gesicht, noch in irgendeiner Weise in irgendwas Jungfrau ist. Ew, too much information. Oh, wenn ihr wüsstet, was ich schon alles gemacht habe. Wenn ihr wüsstet. Oh mein Gott, ihr werdet nie wieder mit mir reden. Wahrscheinlich. Irgendwas fehlt mir noch. Okay, anscheinend ist es da hinten. Wie findest du den Pokémon-Kino-Trailer? Alter. Alter. Okay. Damn, sage ich dazu nur. Also, der war schon ein bisschen cool. Also, so leid es mir tut, aber ich finde den echt ein bisschen geil. Die Pokémon sind richtig hässlich. Also, die sind halt wirklich die mega die Aglo-Pokémon. Und zwar so ohne Pause. Die sind einfach konstant hässlich. Die hässlichen dich einfach zu, solange sie auf diesem Bildschirm sind. Aber ich muss sagen, die Jokes waren echt gut. Ich fand halt, die Performance war ziemlich gut. Und ich fand es echt lustig. Und ich glaube, ich möchte ihn sehen, weil ich ihn echt lustig fand. Vielleicht wird der Film mega scheiße. Aber ehrlich gesagt fand ich den Trailer echt okay. Ich muss sagen, ich fand den echt in Ordnung, lustigerweise. Ich habe tatsächlich auch ein React dazu aufgenommen. Das müsste ich die Tage mal auf dem Kanal hochladen, wenn es keiner mehr gucken möchte. Aber ja. Ist Pikachu schon auf Deutsch gehört, lese ich gerade. Nee. Ich habe mir den Trailer nur auf Englisch angeguckt. Wie kommt man denn da jetzt hoch? Muss ich da von der anderen Seite aus irgendwie... Wie kann man denn da nochmal hoch? So viele Fragen. Will nicht antworten. Muss da rumfliegen, oder? Oh. Frucht.
Zwergen-Alarm. Mann. Die Pokémon sind so Uncanny Valley. Ich finde die Pokémon jetzt nicht unbedingt uncanny, aber ich finde sie, sie sehen halt echt nicht so aus, wie ich es ihm vorgestellt hätte. Also Pikachu ist halt einfach Fluff Central. Also das ist so fluff. Da hält nicht mal mein Bart mit, so fluffig ist das. Ich hätte zum Beispiel auch nicht gedacht, dass mir liegt's auf der Zunge. Wie heißt es? Das Pummeluff. Genau, das Pummeluff so übelst fucking fluff ist. Also das hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte einfach bei denen, also wer schon mal so ein Plüschtier von denen gesehen hat, der hat so circa eine Ahnung, wie ich mir die vorgestellt habe. Also die sind halt plüschig, aber die sind halt nicht so, wir sind einfach die übelsten Fluffviecher. Ich glaube selbst Glurak ist einfach fluffig. Ich habe das nicht so genau gesehen, aber ich glaube selbst Glurak ist einfach übelst der Fluff-Bro und das ist halt super komisch irgendwie. Ja gut, das hat mir jetzt nicht geholfen. Muss ich noch mehr nach da? Ich bin doch gerade hingelaufen. Oh du Bitch, das darf ich nochmal durch dieses ganze Level rennen. So viel zum Thema, dieses Spiel hat kein Backtracking. Wer mir das erzählt hat, bekommt von mir eine Backpfeife, wenn ich ihn sehe. Aber ja, ich glaube, selbst Glurak ist einfach fällig. Und das ist halt seltsam. Weil Glurak, einem Drachen, habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass der irgendwelches Fell besitzt. Ich meine, mittlerweile kam ja raus, Dinosaurier hatten Federn und bla und die waren halt irgendwie bedeckt. Aber damn, Bruder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Glurak in gar keinem Artwork jemals Federn hatte oder Fell, sondern einfach glatte Haut. Also, da weiß ich nicht. Bei den Designs scheiden sich so ein bisschen die Geister, finde ich. Also eigentlich nicht, die sehen eigentlich alle hässlich aus und keiner hat bisher gesagt, boah, die sehen geil aus und alles so. Was ist das? So, wo muss ich hin? Ah, da! Ah, okay. Aha! Verdammt. Irgendwo da hinten. Aber ja, ich finde die Pokémon-Designs insgesamt hässlich, finde aber das Konzept okay, fand schon halt... Ich fand ja Detektiv Pikachu als Spiel auch nicht so mega schlecht. Ich fand's halt auch wieder so ein bisschen basic. Ah, hier, okay. Ich dachte mir gerade schon so, hä? Aber macht Sinn. So, und... So. Bam. 100% des Levels abgeschlossen. Detektiv Pikachu als Spiel hätte halt so irgendwie 2 Kapitel kürzer sein können, weil irgendwie 2 Kapitel drin waren, die einfach so überhaupt gar keinen Impact aufs ganze Spiel hatten, außer dass die Zeit verschwendet haben. Dann hätte ich es auch zu Ende gespielt. Aber as it stands now, ich fand Detektiv Pikachu an sich ja auch schon relativ charming eigentlich, weil das ja auch so ein bisschen witzig war, aber ich glaube, der Film ist tatsächlich besser als das Spiel. Mal gucken, ich bin gespannt.